Wir sollen hier diese Stammfunktion berechnen. Nennen wir sie S. Hier kann man das Klein-t-Verfahren einsetzen. Wenn klein t Tangens von x halbe ist, dann wissen wir, ist der Sinus gleich zu 2t auf 1 plus t Quadrat. Wenn t Tangens von x halbe ist, können wir daraus schließen, dass Arcus Tangens von t gleich x halbe sein muss, also ist x zweimal Arcus Tangens von t. Deshalb ist die Ableitung von x gegenüber der Variablen t zweimal die Ableitung von Arcus Tangens von t, das heißt 1 auf 1 plus t Quadrat. Und demzufolge ist dx gleich zu 2 geteilt durch 1 plus t Quadrat dt. Um die Stammfunktion s zu finden, brauchen wir also nur Sinus von x zu ersetzen durch 2t auf 1 plus t Quadrat und das dx zu ersetzen durch 2 auf 1 plus t Quadrat dt, also so. Und hier stellen wir voller Freude fest, die beiden Zweier sind weg, 1 plus t Quadrat ebenfalls, und so bleibt nur noch die Stammfunktion von 1 auf t dt zu berechnen. Diese Stammfunktion ist selbstverständlich der natürliche Logarithmus vom Betrag von t. Und wenn man die Stammfunktion in klein t gefunden hat, dann braucht man nur noch klein t zu ersetzen durch das, was es ist als Funktion von x. Also finden wir als Stammfunktion den natürlichen Logarithmus vom Betrag von Tangens von x halbe.